Bereits zum sechsten Mal fand gestern im Zwickauer Konzert- und Ballhaus Neue Welt die große PS-Lotterie-Gala der Sparkasse statt. Diese Veranstaltung ist stets ein Garant für gute Unterhaltung und für überraschende Gewinnchancen. Bereits lange vor Veranstaltungsbeginn war das Foyer der Neuen Welt gut gefüllt. Gemeinsam plauderten die Repräsentanten der Sparkasse Zwickau mit den Kunden, die zahlreich vertreten waren, und auch Maskottchen Winnie war bestens gelaunt. Dass der Slogan der Sparkasse gut für die Region, freundliche Mitarbeiter, starken Service und zufriedene Kunden beinhaltet, ist das eine. Aber die Sparkasse Zwickau hat noch mehr zu bieten. Ja, natürlich haben wir noch eine Menge mehr zu bieten und ganz besonders heute Abend unsere große Veranstaltung PS-Los, Preisverleihung auch. Sie müssen sich das so vorstellen, Sie sparen im Monat 5 Euro. Von diesen 5 Euro wird 1 Euro für ein Lotterielos abgezweigt und 4 Euro gespart. Im Jahr, kurz vor Weihnachten, kriegen Sie 48 Euro zurück. Und der Rest geht in die Verlosung. Wir haben ca. 80.000 Lose an unsere Kunden verkauft und monatliche Auslosung so zwischen 500 und 5.000 Euro. Einmal im Jahr eine Sonderauslosung, da gibt es heute noch mehr Informationen. Und was das Tollste daran ist, ich habe letzte Woche auch 2,50 Euro gewonnen. Es gibt ja heute auch eine Menge kulturelle Höhepunkte. Ja. Also natürlich steht das PS-Los im Vordergrund, ganz klar, aber auch die Künstler. Rosanna Rocci, Andy Borg. Und die Resonanz hat uns gezeigt, die Halle ist ausverkauft, die Neue Welt. Es ist Interesse da und es wird ein fantastischer, schöner Abend werden. Auf den wir uns heute freuen. Auf den wir uns gemeinsam freuen, genau. Die Veranstaltung startete mit einem echten Augenschmaus, dem PS-Lotterie-Showballett. Der Moderator des Abends war vielen kein Unbekannter. Andreas Mann, bekannt vom MDR, ist ein alter Hase in Sachen PS-Lotterie-Gala. Er erinnerte sich genau, dass er vor 2 Jahren bereits an gleicher Stelle diese Gala moderierte und schwärmte von Zwickaus neuer Welt. Dass Zwickau tolle Künstler aufzuweisen hat, bewies dann der Auftritt der Fliegenden Sachsen, die über die Landesgrenzen hinaus bekannt sind. Mit einer atemberaubenden Trapezübung wussten sie zu begeistern. Die Begrüßung der Gäste oblag am gestrigen Abend Rudolf Fischer, dem stellvertretenden Vorstandsmitglied der Sparkasse Zwickau. Nach seinem Dank an die Sparkassenkunden erläuterte er das Prinzip, wie man anhand seiner Eintrittskarte am gestrigen Abend zum Glückspilz werden konnte. Es kam auf die ersten 3 Zahlen auf der Eintrittskarte an. Mittels Zufallsgenerator wurden diese ermittelt. Als er dann den Buzzer drückte, erschien als erstes die Zahl 3. So. Rudolf Fischer berichtete auch, was seitens der Sparkasse aus den Lotterieüberschüssen alles Gutes für die Region getan werden konnte. So konnten im Jahre 2013 149.100 Euro 25 Vereinen und Projekten in Zwickau und dem Landkreis zur Verfügung gestellt werden. Julia Rösch als Vertreterin der Sparkassenlotterie berichtete über die Gewinnchancen, die es bei der Lotterie gibt. Allein im Monat Juni wurden in Zwickau 6 Hauptgewinne ausgelobt. Eine der glücklichen Gewinnerinnen wurde dann auf die Bühne geholt. Es war ihr und auch Rudolf Fischer allerdings nicht zu entlocken, wie hoch ihr Gewinn war. Mittlerweile war dann die 2. Zahl mittels Zufallsgenerator ermittelt. Das war die 4. 4, das habe ich mir gedacht. Musikalisch ging es mit MT und Vanessa Süß weiter. Das
die fliegenden Sachsen begeisterten die Zuschauer noch einmal mit Darbietungen am Boden und an den Tüchern. Bevor es in die Pause ging, betrat die sympathische Rosanna Rocci die Bühne. Die in der Schweiz geborene gebürtige Italienerin heizte den Gästen zuerst mit Chaka Chaka ein. Lachmuskeln strapazierte im zweiten Teil der Veranstaltung Ethno Bommel, auch der Tiger aus Klauchau genannt. Und ich bin sowas von wuschig, dass ich heute hier bei euch sein darf. Bei den PS-Sparen, als der Herr Fischer mich 1984 angerufen hat und gesagt hat, ob ich heute hier hinkomme, da war ich schon mit den Nerven auf dem Boden. Schön, das Gepäcknetz ist auch besetzt hier. Schön, hallo. Mit seinem Titel Alle Frauen wollen mich, weil ich so sexig bin, brachte er auch den letzten Zuschauer zum Lachen. Dann war es endlich soweit. Der Zufallsgenerator spuckte die letzte und alles entscheidende Zahl aus. Und das war die 9. Die 9! Schnell war die Gewinnerin ermittelt. Und die hieß Heidemarie Ebert aus Mösen St. Jakob. Und das Überraschungsgeschenk konnte sich sehen lassen. Neben einem edlen Tropfen und einem Jahreslos der PS-Lotterie konnte sich die Gewinnerin ein tolles Ziel in Deutschland aussuchen, welches sie gemeinsam mit ihrem Mann besuchen kann. Da freute sich auch der Ehemann und nach 42 Ehejahren ist das sicher mal eine willkommene Abwechslung. Am Ende des Abends betrat dann der Mann die Bühne, auf den sich viele schon die ganze Zeit gefreut hatten. Andy Burg. Der gebürtige Wiener hatte die Massen sofort auf seiner Seite. Mit Charme und Witz sorgte er für beste Unterhaltung. Zum Schluss betraten alle Akteure des Abends noch einmal die Bühne und es gab noch einmal viel Applaus.